Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder und Brüderinnen. Innen. Genau wieder hier. So, folgendermaßen. Die Runde ist jetzt, das Video ist ein bisschen kürzer, einfach weil ich jetzt nicht mehr aufgenommen habe. Beziehungsweise im Moment ist auch nicht allzu viel passiert, außer jetzt am Anfang. Und gleichzeitig habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Folgendermaßen. Nordmexiko ist jetzt mit auf unser Gebiet. Er hat sich auch noch gegen Venezuela, ich sag mal, verdingt und ist mittlerweile auf unserem, ja, auf unserem Kontinent gelandet hier. Und das kann natürlich nicht abgehen. Das ist gar nicht gut. Gleichzeitig haben wir auch geguckt, der Typ ist, ich weiß nicht, ob er ein Goldspieler ist oder einfach ein besserer Spieler, aber er hat auf jeden Fall niedrigeren Rang als ich, das muss nicht viel heißen. Gut möglich, dass er ein Goldspieler ist, aber wer spielt hier nicht mit Gold? Ich meine, ich kenne viele, die mit Gold spielen. Davon abgesehen ist es ja so, dass wenn man Erfolge macht und so, ich kenne welche, die spielen nur mit dem Gold, dass sie, also ich kenne einen, so, der spielt nur mit dem Gold aus den Erfolgen, die er halt da macht. Baut irgendwie 200 Infanterie, baut 1000 Infanterie, baut dies und jenes, ne, und dann kriegt er halt immer sein Gold, holt seine Belohnung ab und fertig. Spielt damit, geht auch. Dauert halt nur ein bisschen länger. Auf jeden Fall spielen, glaube ich, aber die meisten mit Premium-Account, also so, dass sie Bauschleife machen können. Das nächste, was mir aufgefallen ist, dieses ganze Gelaber, ey, die chatten hier teilweise, das hatte ich ja letztens auch schon mal gehabt, ja, wo sie. Oh Gott, hier der Typ, der Persien spielt. Ohne Quatsch, wenn du das liest, bitte hör auf zu schreiben. Echt, das ist. Oh, du bist. Man soll ja nicht über andere meckern, aber ich bin ja nicht PC oder sonst was hier. Lernt zu schreiben, wirklich, bevor du hier irgendwie deine Gülle verbreitest. Und dann irgendwie so, ah, du bist Goldspieler, haha, ich mach dich fertig, haha. Und dann, ey, lass mal Frieden machen, mein Gott, ist doch nur Spiel und bleib ruhig, Mann. Ne? Aber wirklich, ich hasse Leute, die erstmal jedes dritte Wort falsch schreiben. Aber ellenlange Texte ohne Punkt, ohne Komma, ohne dass ein Satz beendet wird, das ist dann ein Satz lang wie eine Bibel oder Koran oder was auch immer oder hier Talmud und einfach wirklich unglaublich. Ich lese den Scheiß schon gar nicht mehr durch. Und dann natürlich auch selbst hier Nordmexiko, mit dem wir jetzt übrigens im Krieg sind, weil er mich angegriffen hat, hat dann auch mal geschrieben: Er kommt, er jetzt hört mal auf hier mit eurem Gesabbel und dann ansonsten schreibt in eurem privaten Chat. Jedenfalls Nordmexiko hat mich angegriffen. Überraschungsangriff. Komischerweise habe ich keine Einheit verloren. Ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist. Ich gucke rein und sehe plötzlich rot. Ich bin mit dem im Krieg. Wie zu sehen ist, hier der Reste von Venezuela und dann Wassern auch. Die haben wir also auch geholt. Südmexiko hat er komplett weggemacht. Dadurch ist diese Koalition auch gar nicht mehr vorhanden. Also, die sind komplett weg aus dem Spiel raus. Haben die Runde verloren. Jetzt aber Nordmexiko hier. Er hat auch einige recht hoch aufgewertete Truppen. Er hat ja am Anfang hat er, seine Flieger kreisen lassen. Jagdflugzeuge. Und dadurch hat er mich später, als wir dann im Krieg waren, auch Truppeneinheiten angegriffen, zumindest nicht direkt zerstört. Ich glaube aber, er hat eine einzelne Gruppe von mir zerstört gehabt, die aber auf dem Weg irgendwo hin war und er hat ja nur patrouilliert da. Und ich glaube, Rang 3, Rang 4 hat er da schon gehabt, ne, mit seinen Flugzeugen. Ja. Also ich sag, okay, weil Kollegen haben gefragt, was machen wir? Und wir haben uns irgendwie, glaube ich, mal 2 Tage oder so Zeit gelassen, mal hier wieder Einheiten zu sammeln und irgendwie zu Potte zu kommen hier und ein bisschen aufzufrischen. Und dann hat gesagt, ja, der mich angegriffen hat, ist ja klar, wohin die Reise geht. Ne? Und dann anderen haben gesagt, ja, okay, jetzt war das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, schickt doch nicht auf eine 7er-Schlachtschiffgruppe einen einzelnen Bomber, der auch noch ein Langstreckenbomber ist und kein Marinebomber und der dann nach 2 Mal hin und her fliegen einfach zerfetzt wird. Ja, oder schickt ein einzelnes Kriegsschiff hin. Habe ich zwar auch gemacht, beziehungsweise eins wurde abgefangen, muss ich dazu sagen. Eigentlich wollte ich die zusammenführen, hat aber nicht funktioniert. Und habe auch Schiffe verloren gehabt. Gut, ich habe jetzt auch einen großen Teil wieder zurück. Das geht überhaupt nicht. Ja, weil es bringt auch nichts. Lass das einfach. Was er gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen, also er hat schon geguckt, er hat ja Gebiete wieder verloren gehabt und dann hat er immer seine Schiffe so weit, weil er hat auch Schlachtschiffe, nicht ohne Grund, da sind U-Boote mit bei. Zum Teil, am Anfang hat er nur 7 Schlachtschiffe gehabt. Die Reichweite ist natürlich weitaus höher. Das heißt, wenn ich versucht habe, mit einem relativ großen Artillerieregiment anzugreifen, hat er natürlich schon geschossen, bevor ich überhaupt schießen konnte, bevor ich überhaupt ankam. So, also wenn da steht Reisezeit 1,5 Stunden noch, das heißt, er kann ungefähr dreimal schießen und den ersten Schuss, den führt man ja relativ sofort aus oder innerhalb von den ersten 5 Minuten. So, und dann habe ich schon Schaden erlitten, vielleicht schon eine Einheit verloren, dann vielleicht noch die nächste. Das heißt, wenn ich angekommen bin, habe ich nicht mehr, sagen wir, 15 Artillerie. Sondern, übrigens gilt immer noch, 10er-Gruppe ist das Optimum, aber manche denken sich, okay, kannst du auch 25 zusammenpacken, klar, damit kannst du auch durch die Gegend rollen, aber du wirst wahrscheinlich mehr Schaden machen, wenn die so aufgeteilt sind, dass sie gleichzeitig angreifen, aber nicht zusammen sind. Wie auch immer, ist er natürlich hin und her gefahren und da hat er versucht, oder sich aus den Reichweiten zu befördern, damit er nicht mehr angegriffen wird. Die Gebiete, die er geholt hat, die haben wir jetzt wieder geholt, obwohl er, ich glaube, ich muss mal ganz kurz reingucken, ich habe es ja nebenbei noch auf.
Zwei Gebiete hat er sich schon wiedergeholt jetzt. Und jetzt ist er gerade am Aufwerten, sehe ich. Das heißt, wir müssen irgendwann mal angreifen. Jetzt habe ich glücklicherweise schon ein paar Marinebomber zusammengefügt. Ich weiß aber nicht genau, was er da macht. Jetzt will er natürlich aufwerten, weil er auch sieht, dass wir hier aufwerten. Man weiß ja nicht, was er noch so am Start hier hat. Vielleicht hat er irgendwie einen Spion drin. Das würde man aber eigentlich mitkriegen, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls geht das ganz schön ab. Er sammelt. Wir sammeln auch. Das ist dann nämlich das Problem. Das ist das, was ich immer gesagt habe, was ich eigentlich vermeiden wollte. Bolivien hat irgendwie einen Tag gar nicht reingeguckt. Kommt vor, er war nicht inaktiv dadurch oder so, aber das heißt, wir haben uns bewegt und er sich halt nicht. Jetzt ist er gerade so in Bewegung und wir bilden natürlich eine Front. Gleichzeitig muss man auch die andere Seite schützen, von, ich sag mal, unserem Kontinent hier, von unseren Inselchen. Ansonsten wird das wahrscheinlich, könnte sein, dass jemand anders sich von der anderen Seite wieder ranwagen will. Das müssen wir natürlich auch verhindern. Es ist ein bisschen schwierig. Natürlich ist Nordamerika, Nordmexiko, gerade für mich der feindliche Abschaum, den es zu vernichten gilt. Wichtiger ist mir aber eigentlich, dass er erstmal seine ganzen Marineeinheiten verliert. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin fett, fett, fett am Bauen. Ich habe nicht nur die, erstmal, ich muss erstmal die Marinebombe erforschen. Und dann habe ich gleich noch aufgewertet. Hab ich die, also die, den zweiten Rang dann auch noch. Und wird dann so im Durchschnitt, ich hoffe, mit spätestens heute Abend so mit 2 Zehnergruppen angreifen. Das sollte doch einiges an Schaden auch verursachen, in der Hoffnung, dass seine Schiffe erstmal platt gehen. Ich habe auch gesehen, weil zum Glück ist gestern noch einer reingefahren mit dem U-Boot, hat er zwar verloren, aber dadurch konnte man sehen, dass das waren immer noch 7 Kriegsschiffe und dazu waren aber noch ein paar, ich glaube 2 U-Boote mit drin und ein paar Kreuzer und glaube ich einen Zerstörer. Ich habe das jetzt nicht mehr exakt im Kopf, aber es war ein ziemliches Gemisch aus verschiedenen Marineeinheiten. So, dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir den irgendwie da wegkriegen, weil es geht überhaupt nicht, dass er sich hier versucht jetzt einzunisten. Letzten Endes ist es aber auch ein Spiel und wir versuchen alle irgendwie zusammenzuspielen. Ich weiß nicht, er ist jetzt auch in der Koalition, vorher war er alleine. Als er uns angegriffen hat, da war er noch solo. Jetzt ist er auch in der Koalition, weil er natürlich denkt, okay, das ist natürlich hilfreicher. So wie bei uns auch, ne? Wir kämpfen ja zusammen und das ist natürlich auch ein bisschen praktischer, als wenn man hier das alles solo macht. Ich würde auch gerne mal Solo gewinnen, aber mein Gott, viele haben wahrscheinlich erst nach dem, weiß ich nicht, wie vierten Spiel, ein Solo-Spiel gewonnen. Obwohl, ich hatte ein Solo-Spiel gewonnen. Stimmt. Und das war eine Runde, die ich selber erstellt hatte. Aber ich glaube, das zählt nicht für den zu wenig Erfolg. Keine Ahnung. Darum geht es jetzt auch nicht. Jedenfalls muss man mal zusehen, dass wir den hier irgendwie wegkriegen. Und naja, da muss man Panama holen und Panama sichern und dann muss es eigentlich weitergehen, weil der Krieg wird nicht aufhören. Es sei denn, er entscheidet sich irgendwie Frieden mit uns zu vereinbaren, was er glaube ich nicht wird. Ich glaube, der wird einfach weiter reinbuttern und aufwerten und aufwerten bis zum geht nicht mehr. Wenn er natürlich immer nur alleine kommt, ja, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß ja nicht, was er mit seinen Kollegen geplant hat, ob die überhaupt irgendwie noch am Start sind oder ob die alle ihr Solo-Ding machen. Das ist jetzt aber auch erstmal nicht Hauptziel. Ich habe auch, wir haben sie abgesprochen, ne? Wie gesagt, hier Verteidigungsring bilden, aber natürlich auch Truppen natürlich so viel. Man sieht es ja auch gerade. Positionieren, dass man auch dann rüberkommt. Ne? Jetzt ist natürlich das Ausschiffen und Einschiffen, beziehungsweise Einschiffen und dann Ausschiffen, wird natürlich eine ganze Weile dauern. Daher wir brauchen auch viele Marineeinheiten und dementsprechend auch viele Flughäfen für die Marinebomber. Also, kann auch sein, dass das seine einzigen Marineeinheiten sind. Dann hast du natürlich einen Haufen Bomber, aber besser gar keine und dann überrascht werden, als noch Zeug zu haben. Video ist, glaube ich, zu Ende. Jetzt wird es ein bisschen schwarz, weil ich habe nicht mehr Material. Also, sagen wir mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Es wird noch ziemlich spannend, denke ich mal. Bis denn dann und ciao, ciao.